Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Foundation. So, ich hoffe, dass wir jetzt in der letzten Episode es zumindest vollbracht haben, dass wir unseren Kohlemangel ein bisschen eingedämmt haben. Und das irgendwie nicht mehr so schlimm wird, aber warten wir es ab. Warten wir es ab. Wir werden jetzt so nach und nach die einzelnen Probleme irgendwie hier versuchen zu beseitigen. Ich hoffe, dass das halt irgendwie klappt. Oh, jetzt mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen, dass die Förster hier nicht hinterherkommen mit dem Aufforsten. Wir werden hier zur Sicherheit, glaube ich, mal noch ein bisschen mehr ausweisen. Zack, zack, zack. Zack, so. Schauen wir mal. Vielleicht nicht unbedingt hier die beiden Lager, aber sonst passt das schon. Gucken wir mal, dass die hinterherkommt. Oder eher. Es ist ja ein eher. Ich glaube, eine Försterin hatten wir nur unten auf der Insel mit dem Kloster. So, wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Wir haben hier zumindest einmal Kohle drin. Da haben wir auch einmal Kohle drin. Und hier haben wir sogar noch mehr Kohle drin. Das sieht doch schon mal gut aus. Da haben wir jetzt nichts. Wäre vielleicht echt praktisch, wenn ihr hier so ein bisschen Holz holen würdet. Also wir haben immer noch Leerlauf. Wir haben immer noch... Ne, jetzt gerade nicht mehr zwei Holz. Wie sieht's denn hier aus? 4-0. Läuft irgendwie nicht. Na, gucken wir mal, wie sich das deichselt. Ich meine, vielleicht müssen die Leute erstmal... öfter bei der Arbeit erscheinen, dass wir da wieder eine Überproduktion haben. Und wieder hinterherkommen. Ich hoffe es jetzt einfach mal, dass das was wird. Aber so wirklich... Naja, 11 Kohle haben wir da liegen, ne? Und hier 4, okay. Vielleicht muss ich mir doch nicht so viel Sorgen machen. Dann würde ich sagen, können wir das hier wieder hochsetzen von der Priorität. Damit wir uns dem nächsten Sorgenkind annehmen. Denn wir haben ein bisschen wenig... Weizen. Das ist echt schade, dass wir so wenig haben. Wie sieht's hier aus? Okay. Davon wird genügend produziert, aber das heißt auch noch nicht, dass wir hier irgendwie auch tatsächlich genügend Kleidung produziert kriegen. Aber es fehlt tatsächlich auch nur noch so 6 Dorfbewohnern an Kleidung, also kommen wir doch noch so ansatzweise hinterher. Warten wir es mal ab, vielleicht pendelt sich das noch ein. Ich habe immer so das Gefühl, dass wenn ich irgendwie neu reinlade, dass sich dann da irgendwie was ändert. Also habe ich jetzt das Gefühl, dass es dann irgendwie wieder einen Moment braucht, bis es sich einpendelt. So, was fehlt uns hier aktuell? Eigentlich auch nur noch 12 Werkzeuge, aber die gehen jetzt ja erstmal hinten an die Farm, damit wir da weiterkommen. Okay, dann fehlen uns hier noch 4. Wird hier fleißig produziert? Ja. Ah, da fehlt schon wieder Kohle. Haben die schon wieder die ganze Kohle aufgebraucht? Nicht wirklich. Die holen die einfach nicht ab, die Schweine. Okay, Kohle ist wohl nicht mehr unser Problem. Und mittlerweile scheint man wohl selbst von sonst wo irgendwie Holz zu bringen. Interessant. So, wir checken mal das neue Wohngebiet ab. Hier tut sich genau genommen gar nichts. Okay. Vielleicht müssen wir doch wieder neue Leute reinlassen. Ah, ich mach's mal wieder auf. Wir lassen doch wieder ein paar rein. So. Wollen wir es irgendwie versuchen, dass wir vielleicht nochmal 2, 3 Fischer hinbauen? Naja, irgendwo... Holen die wohl doch irgendwie das Zeug ab. Oder es wird ausgeliefert. Vielleicht sollten wir es einfach trotzdem nochmal probieren mit einem Fischer. Weil irgendwie kaufen ist auch blöd und... Die haben ja ganz gerne eine Abwechslung. Speiseplan, habe ich das Gefühl. So, schauen wir mal, wo ist denn jetzt das Fischerhaus? Ah, da ist die Fischerhütte. Okay, dann versuche ich das Ding irgendwie hierhin zu machen. Jetzt fehlt uns Geld.
Leute, kauf mal wieder was. So, okay. Jetzt sieht es aber langsam schon blöd aus, wenn ich hier noch mehr hinklatsch. Ja, das muss dann reichen. Zumindest vorläufig. So, die Weizenfarm ist fertig. Das heißt, wir teilen gleich mal ein paar Leute zu. Und dann hoffe ich, dass das dann jetzt dafür sorgt, dass wir wieder genügend Getreide produzieren. Ja, das ist echt das Problem. Unser Problem heißt Getreideproduktion. Der Rest kommt eigentlich ganz gut hinterher. Vielleicht habe ich das dann da echt übertrieben mit den Windmühlen, oder die haben da was dran gedreht. Also, nee, ich denke schon, dass die was dran gedreht haben. Denn anders kann ich es mir wirklich nicht erklären. Was sieht's denn hier aus? Wo holzen die denn eigentlich ab? Gar nirgends mehr. Das wollte ich so eigentlich nicht. Dann würde ich sagen, weisen wir das hier wieder so aus. Das ist ein Gebiet, wo sie fröhlich abholzen dürfen. Das kann ja nicht angehen, dass da nichts eingelagert ist. Das wollen wir nicht so. Eine Fischerhütte ist fertig. Jetzt müsste ich dir was, glaube ich. Nein. Da. Okay, dann neuer Fischer. Hoffe ich mal, dass die gut hinterherkommen. So, dann ist das Problem gelöst. Hier oben haben wir das Kohleproblem gelöst. Drei Werkzeuge haben wir aktuell eingelagert. Und mit der Kohle sieht das eigentlich auch akzeptabel aus. Jetzt nicht überragend, aber akzeptabel. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass die irgendwie so schnell abholzen. Das macht mir wirklich sehr große Sorgen. Wo ist denn dieser Aufforstungstypi? Muss ich hier jetzt echt noch ein zweites Försterhaus hinstellen? Scheint ja irgendwie so. Ja, dann mache ich das halt. Das ist ja blöd. Forsthaus. Hier, das bauen wir dahin. Braucht er eigentlich auch irgendwas? Nee, der braucht eigentlich nur ein bisschen Holz. Das haben wir. Das ist nicht das Problem. Kommen die hoffentlich hinterher. Nahrung, wir drehen so langsam wieder ins Plus. Ich habe so das Gefühl, ab dem Moment, ab dem wir dann irgendwie so wieder bei 50 sind, macht es dann immer wieder so den Butcher-Ding nach unten. Und ja, seht ihr es? Genau das meine ich. Dann kommt sofort der Dip. Verkaufe ich das noch? Nee, ne? Das habe ich das letzte Mal ausgeschaltet. Oder das vorletzte Mal schon. Ja. Das habe ich ausgeschaltet. Na gut. Wie sieht es jetzt hier aus? Es fehlen uns weiterhin 7 Werkzeuge. Oh, schau mal. Das war vorhin noch nicht da. Das ist ein Neubau. Das ist wirklich schön. Das ist schön. Endlich. Endlich tut sich hier unten mal was. Oh. Ach, die Farben sind ja auch fertig. Oh Mann. Oh Mann. Das habe ich voll vergessen. Das haben wir hier schon vorletzte Folge gebaut. Okay, uns fehlen Leute. Oh, Wunder. Uns fehlen Leute. Landwirtschaft. Würde ich sagen. So, das sollte, glaube ich, ausreichen für 2 Farmen. Ja, das reicht aus für 2 Farmen. Mehr wollen wir gar nicht haben. So, jetzt habe ich gesagt, ich hätte dann hier oben natürlich ganz gerne eine Windmühle. Machen wir hier so ein bisschen hin.
Und dann später auch noch eine Bäckerei. Oh Gott, hier habe ich keine Holzfäller zugewiesen. Was habe ich denn da gemacht? Ich habe das total vergessen. Ich habe das total vergessen, dass wir hier ja eigentlich am Bauen waren. Manchmal bin ich schon so ein Dulli, ne? Nein, wir behalten weiter und alles für uns. So, ich hoffe, dass sich das dann jetzt hier irgendwie erledigt. Hier kommt dann der nächste Markt hin. Dann werden wir hier abreißen. Also, was heißt abreißen? Wir werden hier abholzen. Das könnten wir eigentlich gleich schon mal ausweisen. Bevor ich das dann auch wieder vergesse. So, das ist ganz gut. Das... Will ich hier Häuser haben? Na, irgendwie würde ich schon ganz gerne hier hochziehen. Das heißt, wir machen das hier auch noch weg. So, dann haben wir da eine Verbindung. Hier. Das machen wir weg bis dahin. Und ansonsten würde ich sagen... Nur so ein kleines bisschen. Gut. Weisen wir hier mal einen zu. Und hier weisen wir mal einen Holzfäller zu. Der sich dann hier auch ordentlich drum kümmert. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben jetzt so viele Steinmetzhütten, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Das heißt, wir deaktivieren den Spaß hier mal ganz kurz. Sprich, stellen die ihn wieder zur Verfügung für unsere Leute. Ich denke, da reicht es eigentlich auch, wenn wir da erstmal eine weiter betreiben. Dann haben wir aktuell... Lass mich mal nachdenken. Zwei in Betrieb, ne? Drei in Betrieb. Das reicht. Das reicht tüchtig. So. Gebäude fertiggestellt, Kloster. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich noch ein paar Leute hier... Da war jetzt wirklich nur noch Platz für einen oder hatten wir nur noch einen in der Bevölkerung? Ich glaube, wir hatten nur noch einen verfügbar. Wir schauen mal schnell die Liste an. Nee, wir haben jetzt mehrere. So, wir konnten jetzt insgesamt drei Leute zuweisen für ein Wohnhaus. Das heißt, wir müssen weiteres bauen. Wir müssen weiteres bauen. Ja, dann bauen wir das hier irgendwie daneben hin. Es hilft ja nichts. Achso, draufklicken und editieren. Beinahe hätte ich wieder den Fehler gemacht. Warte mal, wir setzen das irgendwie tatsächlich mal hier so schräg ran. So ein bisschen separat, aber das ist schon okay. Dann kriegt ihr noch eine Tür. Hallo? Tür? Okay, das ist jetzt irgendwie blöd, deshalb drehen wir das. Dann drehen wir das aber schon so, dass das passt. Vom Winkel her. Okay, das ist okay. Baubeginn. Und wir geben dem jetzt tatsächlich immer eine hohe Priorität. Sehr gut. Wie sieht's denn hier aus? Das Ding können wir mittlerweile abreißen. Und wir bauen dann hier ein zweites Lager hin. Und wir hatten Schulden. Alles klar, das kriegen wir hin. Wie sieht's da aus? Wieso lagere ich denn da noch immer das Zeug ein? Holz brauchen wir doch da schon gar nicht mehr. Ich möchte hier gerne Wein noch einlagern. Und Honig. Und Kräuter. So.
Sehr schön. Also das Prinzip irgendwie mit der Nahrungsmittelverteilung klappt irgendwie nicht so gut. Ein Wohnhaus wurde gebaut, sehr schön. Na also, man erweitert sich ja doch hier unten. Das ist das, was ich sehen möchte. Gut, dann Blick nach oben, ob sich unser Kohleproblem jetzt irgendwie bessert. Da wird gerade nicht gearbeitet. Hier haben wir ein bisschen was eingelagert, da haben wir gar nichts eingelagert. Nee. Also die Kohleproblematik irgendwie kriegen wir die nicht in den Griff. Wo verschwindet unser ganzes Holz hin? Die soll aber vielleicht mal einen Förster einstellen, damit wir da besser hinterherkommen. Das ist doch verwirrend. Das ist doch verwirrend. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Dann guckt euch das mal an. Also wir haben jetzt hier mittlerweile zwei komplette Holzfäller-Camps, die hier wirklich ordentlich ackern. Und unser Holz verschwindet weiterhin. Wo zum Geier kommt das hin? Habe ich nicht mehr genügend Holzfäller-Camps? Sollte eigentlich nicht der Fall sein, ne? Oh doch, ich glaube, das ist der Fall. Viele arbeiten hier arbeiten noch welche. Also wird da noch produziert und das, was dort produziert wird, wird hier gleich in Häuser umgebaut. Und verwendet. Naja, da muss ich hier vielleicht noch sagen. Leute fangen an zu ackern. Gut. Da haben wir schon alle. Kann ich hier vielleicht noch... Oh, sehr gut. Da konnte ich doch noch einen Müller einweisen. Das passt dann. Naja, ich hoffe, dass es jetzt besser wird, jetzt wo hier noch zwei weitere Lager da sind. Vielleicht habe ich das übertrieben mit den Holzfällerlagerschließungen. Das war vielleicht nicht so klug. Müssen wir abwarten, wie sich das jetzt hier irgendwie erledigt. So. Wir checken ab, wie es hier vorwärts geht. Uns fehlt halt wieder das Werkzeug und uns fehlen Steine. Aber wir haben eigentlich hier von allem anderen genug. Das sollte schon passen. Alles klar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das freut mich, dass das jetzt hier so schön wächst. Und ich hoffe mal, dass die Nähe zur Kirche und zum Markt dann auch dafür sorgt, dass wir dann hier wieder so schicke, dichtere Gebäude bekommen. Aber ich denke mal, da braucht es dann auch irgendwie die passenden Arbeitsplätze direkt in der Nähe. Na? Tut sich hier was? Hier tut sich was. Das ist gut. Und hier haben wir wieder zwei neue Dorfbewohner. Wie sieht es mit der allgemeinen Zufriedenheit aus? Das Kleidungsproblem nimmt halt wieder zu. Das muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Also. Die kommen hinterher mit der Produktion. Es sind diese faulen Schneider. Von wegen tapfere Okay, ich hatte das wahrscheinlich auch schon in der vorletzten Episode gesehen gehabt. Aber dann vergessen wieder Leute zuzuteilen. Ich glaube, da müsste man noch was machen. Dass man vielleicht irgendwie so ein Infosymbol kriegt. Oder irgendwie was anklicken kann, was weiß ich, hier so Ausrufezeichen. Und dann erscheint überall, wo Arbeitsplätze frei sind, vielleicht ein Ausrufezeichen. Dann würde einem das besser auffallen. Aber gut, das habe ich schon versemmelt. Also, ne, das würde ich jetzt hier nicht beschönigen. Aber das passiert halt, wenn man irgendwie abspeichert und dann erst am nächsten Tag weitermacht. So, jetzt weiß man hier mal noch einen Zug. Ich hoffe inständig und bete, dass das ausreicht.
Ja, zumindest temporär soll es eigentlich ausreichen. Wir checken wieder unsere Kühlereien ab. Kriegen mittlerweile genügend Holz, das sieht gut aus. Ja, es wird jetzt nachgepflanzt, auch das sieht gut aus. Die haben Kohle bei sich drin, die haben gerade keine Kohle, nein. Und die haben zumindest auch ein bisschen Kohle, aber ihnen fehlt es an Eisen. Daran kann es im Allgemeinen aber nicht liegen, weil wir da eigentlich genügend gelagert haben. Perfekt. So. Ich muss wohl wieder warten, bis ich wieder neue Leute kriege. Und eventuell müssen wir hier doch mal wieder ein paar Bauarbeiter arbeitslos machen. Kommt, wir machen da jetzt einen Träger draus. Na, sicherheitshalber. Doch, wir werden mal die Frauen von den Bauarbeitern wegnehmen. Müssen die nicht so viel schwere Arbeit leisten? So, dann gucken wir mal. Ich glaube, ich hatte ja sowieso nur so viele gemacht, weil wir da hinten ja ständig jede Menge Leute gebraucht haben für unser mega krasses Großprojekt hier. Aber da kommen wir echt nicht hinterher, ne? Hans ist der Baustelle zugewiesen, er kommt aber nicht. Schaut mal. Das ist voll gebaut. Wundert mich jetzt aber, das hat jetzt echt nur Platz für 5 weitere Häuser gehabt. Okay. Vielleicht kommen hier dann noch 2 Häuser hin oder 3. Schön wär's. Aber warten wir es ab. Da wird fleißig gearbeitet. Hier kommen wir hinterher. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Sieht es jetzt hier aus? 30, 22, 5, 27, 25 und 25. Ja. Okay, unser Engpass ist jetzt tatsächlich wieder bei den Windmühlen. Das heißt, eventuell müssen wir demnächst doch noch eine weitere hinbauen. Ich check mal ab, ob wir auch überall Leute zugewiesen haben. Haben wir eigentlich. Hier ist ein bisschen viel Mehl eingelagert. Ich check jetzt nochmal ab, wie es aussieht mit den Bäckereien. Die haben auch alle Arbeiter. Wir müssen hier noch eine weitere Bäckerei hinbauen. Vielleicht mache ich die hier hin. Oh, wartet, hier ist ja eine. Ich sag jetzt nichts. Ich sag jetzt dazu einfach nichts. Lama. Was machst du für Sachen? Was machst du für Sachen? Also heute bin ich echt wieder... Ich bin ein Dulli. Vielleicht sollte ich heute lieber sagen, hey, das reicht mit dem Aufnehmen. Such dir mal einen Tag, wo du irgendwie besser beieinander bist. Oh Mann. Gut, ich habe jetzt die Probleme gelöst, die ich teilweise selbst kreiert habe. Ich denke, das ist schon mal ganz gut. Ich denke, das ist schon mal ganz gut. Hier Honig, Wein. Wein, Kräuter. Ja, wobei, nochmal Honig. Baut, meine lieben Leute, baut. Baut vielleicht mal ein bisschen schneller. So, ich würde jetzt aber sagen, wir beenden die Folge wieder an der jetzigen Stelle. Wir sehen uns dann nächste Mal. Und ich verabschiede mich mit diesem Close-Up-Shot unserer wunderbaren Bäckerei. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.